Pascal arbeitete nur für sehr kurze Zeit und wurde von seinem Chef mit Entlassung gedroht. Vielleicht hat er auch erkannt, dass es nicht einfach ist, in diesem Leben Geld zu verdienen. Manche Sozialhilfeempfänger mögen ihre Träume bescheiden halten, aber Pascal war anders. Er träumt von einer vielversprechenden Karriere mit einem horrenden Einkommen. Er möchte weiterhin mit kreativen Ideen Geld verdienen. Auch seine Mutter Petra unterstützte ihn. Gemeinsam planen sie, als Stars auf der Social-Media-Plattform TikTok ein Unternehmen zu gründen. Pascal und seine Mutter sind seit einiger Zeit begeisterte TikTok-Nutzer und wurden durch ihren Auftritt in Hart und Herzlich bekannt. Pascal erklärt stolz: Wir sind von 25.000 auf 50.000 gestiegen, hat derzeit 125.000 Follower. Eine beträchtliche Anzahl kann durchaus zu einer lukrativen Einnahmequelle werden. Pascal erklärte selbstbewusst: Ich werde bald einen neuen Job haben und dieser Job besteht darin, TikToker zu werden. Auch seine Mutter Petra wollte einen TikToker gründen. Dazu müssen sie jedoch ihr Gewerbe anmelden. Vielleicht habe ich am Ende des Monats 4.000 Euro. Man weiß nie, sagte Pascal optimistisch. An einem Tag lockte er sogar mehr als 10.000 Zuschauer vor die Leinwand. Sein Geheimnis? Seine Schwester Selina. Die Leute lieben sie, Pascal sagte glücklich. Sie sagten ihr immer: Du hast große Grinsbacken. Wenn du lächelst, lachen wir mit dir. Ob dieser Familie... Kamu tuh gak kapan-kapan channel terus Rian Show. Đừng quên like và đăng ký kênh mình xem được video hay hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.